Hey, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Hannover 96 Karrieremodus. Wir sind wieder am Start mit der nächsten Folge und heute geht es unter anderem gegen Borussia Mönchengladbach und im Pokal gegen Borussia Dortmund. Zwei sehr schwierige Spiele, die wir aber im Idealfall erfolgreich bestreiten wollen. Und wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Wir haben heute mal wieder ein paar Halsprobleme. Ihr hört es eventuell, meine Stimme ist sehr kratzig. Das liegt einmal daran, dass ich extrem husten habe momentan, beziehungsweise der trockenen Husten auch. Und auf der anderen Seite, dass ich natürlich gestern im Stadion war und trotz Hustens da rumgebrüllt habe. Der Vlog wird ebenfalls heute noch kommen. Macht euch da gar keine Sorgen. Aber ich denke mal, ihr versteht dann ganz gut, warum es sich heute nicht so ganz normal beziehungsweise nicht so ganz fresh anhört wie sonst in den meisten Zeiten. Zumindest hoffe ich, dass es sich in den meisten Zeiten relativ fresh anhört. Aber trotzdem, der Like wäre auf jeden Fall eine nice Unterstützung. Links in der Videobeschreibung zu Instagram auf jeden Fall auschecken. Dann natürlich noch zu RandyRun, Facebook und Twitter. Auch auf jeden Fall mal vorbeischauen, wenn ihr Bock drauf habt. Wir haben allgemein mal jetzt gerade den Teambericht. Und der sieht relativ in Ordnung aus. Samuel Randinger bisher um 9 gestiegen. Der ist mit 63 gestartet, mittlerweile 72. Da sieht man, wie geglitscht der ist. Eine richtig erfolgreiche Saison für unseren Österreicher, der aus dem Stammtorwart avanciert ist. Mal sehen, wie sich das jetzt noch so weiterentwickeln wird. Wir stellen die Startaufstellung ein bisschen um im Vergleich zur Vorwoche. Ich glaube, ich habe gerade richtig gesehen, wenn ich, Bakogo in Sturm gepackt habe. Allerdings packe ich da jetzt den Kollegen Benchop rein, denn der ist bisher der erfolgreichste Torschütze, wie wir gerade gesehen haben, mit 6 Treffern und soll uns jetzt im Idealfall weiterhelfen, gleich gegen Borussia Mönchengladbach. Ansonsten mache ich, glaube ich, keine großen Änderungen. Albornoz kommt mal rein für so. Wir rotieren ein bisschen, aber sonst gibt's da nicht großartig was. Des Weiteren müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen. Wir spielen jetzt unter der Woche gegen Dortmund. Das heißt, wir sollten vielleicht ein paar Stammspieler schonen, beziehungsweise uns darauf vorbereiten, damit der B11 zu spielen. Rate mal, was wir machen. Pokal, B11 meistens, ne? Kennt ihr ja von mir. Wir spielen jetzt aber gegen Gladbach. Viel Spaß und bis gleich. Der Sechste empfing den Tabellendritten der Bundesliga Hannover 96 gegen Borussia Mönchengladbach in der HDI Arena. Die Borussen momentan auf Tabellenplatz 3, direkte Champions League Qualifikation. Momentan läuft's richtig gut bei den Borussen. Die Fohlen sind also zufrieden mit ihrer Leistung in der bisherigen Saison und Hannover 96 kann auch sehr zufrieden sein. Die momentan auf Platz 6 gestellten einen Punkt hinter der FC Schalke 04 und, das muss man dazu sagen, mit einem Spiel weniger. Hoffenheim ist mittlerweile vorbeigezogen an den Roten, aber Schalke ist in greifbarer Nähe und natürlich will man genau das heute erreichen, an den Schalkern vorbeizuziehen, beziehungsweise zumindest mit den Schalkern gleichzuziehen. Dafür ist nur ein Punkt nötig, der aber gegen Borussia Mönchengladbach natürlich nicht so einfach zu erhalten ist. Der Key-Spieler, der Schlüsselspieler bei Borussia Mönchengladbach, momentan nicht André Hahn, sondern Patrick Herrmann. Der rechte Mittelfeldspieler, Nationalspieler der deutschen Nationalmannschaft, momentan in absolut bestechender Form. Und der sollte heute Probleme bereiten für die Defensive um Leandro Bakuna, Salif Sané, André Hoffmann und Mikko Alborn aus dem Kasten. Natürlich Samuel Radlinger davor, Leroy Fern, Ivar Fossum, dann Uffe Bech, Albert Rosnack und Alassane Maxima, die gewohnte Dreierreihe hinter der Sturmspitze, die aber heute nicht mehr Mevlüt Erdin schießt, sondern Charlison Benchop, der bisher erfolgreichste Torschütze der 96er in der Saison. Der Niederländer stand heute auch für den 96er im Sturm. Auf der anderen Seite Jan Sommer, Korb, Stranzel, Janschke und Wendt in der Defensive. Davor dann der eben genannte Patrick Herrmann zusammen mit Grani Chaka und Lars Stindl. Links Fabian Johnson in der Sturmspitze, Josip Drimmitsch ein bisschen zurückgezogen und weiter vorne dann der Brasilianer Rafael, der 32-Jährige, heute mit seiner nächsten Chance, sich zu beweisen. Die Saison läuft bisher bei ihm noch nicht so gut, aber vielleicht ändert sich das ja alles unter der Leitung von Heimo Wasserschneider, der Schiedsrichter der Partie, pfiff das Ganze an und wir steigen rein in die Partie. Hannover natürlich top motiviert, wollte an Schalke vorbeiziehen und das sah man auch in der Anfangsphase direkt ein energischer Start. Das ist Uffe Bech mit dem Ball auf Charlie Benchop, mit der Hacke wunderbar auf Ivar Fossum und der spielt nochmal weiter, wird dann aber gefoult im Mittelfeld. Das gibt direkt mal die erste gelbe Karte der Partie gegen Oscar Wendt. Und eine gute Freistoßposition für die Hannoveraner. Albert Rosnack ist Freistoßspezialist. Seitdem Kiyotake weg ist, macht er das sehr, sehr gut. Und auch der Freistoß war ganz schön knapp. Geht am Kosten von Jan Sommer allerdings scharf vorbei. Andere Seite dann mal Rafael nach knapp 20 Minuten im Angriff. Gladbach hatte in der Anfangsphase nicht wirklich was zu bieten, kam aber besser in die Partie. Und das ist der Schussversuch hier einfach mal von Lars Stindl, der Ex-96er. Scheitert aber an Samuel Radlinger, Szene noch nicht geklärt. Josip Drimmitsch nochmal im 16er und der Schuss an die Latte. Ebenfalls wieder von Lars Stindl und noch nicht geklärt, aber diesmal dann vorbei. Es war eine sehr, sehr interessante Szene und Gladbach hatte jetzt so ein bisschen herausgefunden, wie man 96 bespielen kann. Und zwar mit schnellen Pässen im 16er, das erwarteten die 96er nicht, erwarteten den Abschluss. Der kam aber nicht oder zögerte sich hinaus. Hier kann Salif Sané im letzten Moment noch klären. Hannover hat auf der anderen Seite nach 40 Minuten endlich mal wieder ein bisschen Entlastung gefunden. Mikko Albornoz, der Chilene, macht das da außen sehr, sehr gut gegen Julian Korb, setzt sich da durch und spielt den Ball zurück auf Alassane Maxima, der mit der Flanke in die Mitte, aber die wird abgewehrt und dementsprechend keine weitere Gefahr. Oder doch, da ist Leroy Föhr, aber kriegt den Freistoß nicht zugesprochen und dementsprechend ging es mit 0:0 in die Halbzeit, zweite Halbzeit und jetzt der erste Fehler, direkt nach wieder. Ein Pfiff Hannover startete wieder gut, das ist der Ball auf Stranzel.
Und der spielt den zurück zu Jan Sommer, der von Benchop unter Druck gesetzt wird und direkt den Niederländer trifft, Charlie Benchop. Und das ist das 1:0 für Hannover, 49. Minute. Direkt nach der Pause der Führungstreffer für die Roten und momentan 2 Punkte Vorsprung auf den FC Schalke 04. Ganz, ganz schwach von der Defensive der Borussia. Das hätte somals niemals passieren dürfen. Stranz unter Druck gesetzt von Benchop und Sommer hat eigentlich alle Zeit der Welt, kann in eine andere Richtung schlagen, aber schlägt ihn genau auf den Niederländer und der macht ihn natürlich rein, Volley ins leere Tor. Keine große Herausforderung für ihn. 7. Saisontor für den Neuzugang von Fortuna Düsseldorf, der vor der Saison gekommen war. Und jetzt war 96 in Führung. Gladbach musste reagieren, versuchte das auch. Grani Xhaka auf Raphael. Schöner Doppelpass zwischen diesen beiden. Raphael im 16er gegen Samuel Radlinger oder auch nicht. Denn Hoffmann ist da und verhindert den Torschuss des Brasilianers. Da hatten sie mal ein bisschen zu lange gezögert. Es gab dann Wechsel auf beiden Seiten. Ivar Fossum ging bei Hannover zu seiner Hause raus wie Alain Saint-Maximin. Jesse Mori und Manuel Schmiedebach kamen rein. Mori, der Jugendspieler, gerade hochgezogen aus der eigenen U19. 17 Jahre alt, der Franzose, ein sehr, sehr talentierter Spieler, sollte direkt mal auf der linken Außenbahn ein bisschen wirbeln, war eigentlich gegen Hamburg schon geplant, da aber wegen der roten Karte dann nicht eingewechselt worden. Und die machten gleich richtig Druck, allerdings versuchte Gladbach natürlich weiterhin zurückzukommen. Das ist Toni Janschke auf Oskar Wendt auf der Außenbahn, die Flanke in die Mitte. Und da ist Traoré mal mit einem Kopfball, der Mann aus Guinea, eingewechselt. Kommt hier aber nicht mehr gefährlich vor den Kasten. Trotzdem versuchten sie es weiter. Lars Stindl, Ball in den 16er, wieder Ibrahima Traoré. Und Stindl versucht selber, Radlinger ist da. Und dann, naja, Alvaro Dominguez, der Spanier, ist halt Innenverteidiger. Und haut den Ball dementsprechend weiter am Tor vorbei, als er eigentlich hätte sein müssen. 96 in der Schlussphase, selten mit Entlassung. Aber wenn, dann wurde es direkt gefährlich hier. Der Fehler in der Offensive, ja, wieder in der Sie wieder Gladbacher, das ist Manuel Schmiedebach, legt nochmal ab, aber zu uneigennützig. Jesse, Makugul, mittlerweile ebenfalls eingewechselt, kommt da nicht mehr ran. Jerry heißt er nicht, Jesse ist Mori und daraus ergab sich nochmal die Konterchance für die Gladbacher, aber Toni Janschke, naja, ist ebenfalls halt Innenverteidiger und nicht Stürmer und dementsprechend verliert er hier den Ball. Trotzdem eine Chance gab es noch, Ibrahima Traoré, naja, sah nicht so gut aus und dementsprechend gab es die Chance nicht für Gladbach, sondern für Hannover. Jerry Mbakogo mit dem Ball auf Uwe Bech und er legt nochmal rüber und zwar auf Charlie Benchop. Der geht in den 16er, flankt auf den zweiten Pfosten, da ist Mbakogo, aber Sommer ist da, hält diesen Ball. Mori kann ihn da nicht mehr gefährlich machen und dementsprechend war es die letzte Aktion der Partie. Der Franzose beendet mit seinem 5. Ballkontakt. Die Partie war Hannover gegen Gladbach und die Hannoveraner gewinnen gegen die Fohlen. Haben jetzt 2 Punkte Vorsprung auf Schalke und sind auf Tabellenplatz 5 gelandet. Sehr starke Leistung, geschlossene Teamleistung von Hannover in der ersten Halbzeit. Ein bisschen glücklich, nach knapp 20 Minuten nicht in Rückstand geraten zu sein. Aber danach bewies das Team von Trainer MGT eindeutig, dass sie die Qualitäten haben, um europäisch zu spielen und gegen Spitzenmannschaften der Bundesliga zu bestehen. Bisher sehr gute Statistik gegen diese Top 5 Teams der Bundesliga. Wenn man Dortmund noch dazu zählt, sogar umso besser. Ja, und bei Gladbach läuft es jetzt momentan nicht mehr so. Zuletzt stark, dann ein kleiner Abbruch und jetzt das 0:1 in Hannover. Die Roten gewinnen gegen die Fohlen. Ja, läuft, würde ich sagen. Ne? Tabellenplatz 5. Tabellenplatz 5. Tabellenplatz 5. Europa-Pokal. Wenn das mal in Realität so wäre. Übrigens, Grüße an mich selber in meinem Video heute. Solltet ihr darauf achten. Ist bei 3 Minuten irgendwas, nehme ich mal an. Bin mir nicht ganz sicher, aber müsste ungefähr hinkommen. So, wir spielen jetzt gleich gegen Dortmund. Das heißt, wir haben 2-mal Borussia als Gegner in dieser Episode. Das heißt, 2 sehr, sehr starke Gegner. Kann man absolut nichts gegen sagen, aber... Natürlich haben wir bisher gut ausgesehen und Dortmund steht ja, wie wir bereits angesprochen haben, momentan nicht so gut da. Ne? In der Liga sind auf Tabellenplatz 10, glaube ich, und dementsprechend, ja, warum eigentlich nicht? Wir können ja zumindest mal versuchen, da weiter nach vorne zu kommen, beziehungsweise weiter zu kommen im Pokal. Ich bin gespannt, wie das klappen wird. Zunächst einmal trainieren wir unsere Mannschaft mal wieder. Das ist ja ein bisschen, ja, mau das Training, 4x C, 1x D, aber ist noch in Ordnung, kann man nichts gegen sagen. Und jetzt ist die Frage, wie... hat sich die Borussia jetzt gemacht. Im Pokal sind andere Regeln als in der Liga, ne? Ist ganz klar. Und an sich ist die Borussia von der Qualität ja nochmal deutlich stärker als wir. Allerdings kommen wir über Teamgeist, wir kommen über ja Geschlossenheit, wir kommen über eine große Kaderbreite und wir kommen über eine B11. Wir hatten nur 3 Tage Pause zwischen diesen beiden Spielen, natürlich nicht ganz optimal, aber auch unsere B11 ist sehr stark, denn wir spielen ja beispielsweise mit Spielern, die nicht die höchsten Ratings haben. Beispielsweise haben wir da einen Saint-Maximin. Da hat selbst Felix Klaus noch um 2 höheres Rating. Wir haben auf der rechten Seite einen Uwe Bech, auch auf rechts können wir theoretisch mit Manuel Schmiedebach beispielsweise spielen, der hat auch ein bisschen höheres Rating. Karaman, gut, der nicht, aber an sich ist da einiges möglich. Wir spielen übrigens, glaube ich, mit Doppelspitze. Muss man dazu sagen, denn ich würde sowohl Mbakogo als auch Erdinsch gerne spielen lassen. Dementsprechend nur 2 Sechser. Karaman auf links, in der Mitte dann Schmiedebach und, ja, wer wird da hinkommen? Ich bin gerade selber ein bisschen unsicher. Wird es Gülselam oder wird es Andreasen? Ich glaube, keiner von beiden. Tim Diersen, Freunde. Diersen kommen wieder zum Einsatz. Links Albonos, der geht ebenfalls raus. Dafür kommt Johansson rein. Ne? Der wird aber auf rechts gehen. Links dann Oliver Sorg. Innenverteidigung Yoshida und Marcelo. Alles nicht so ganz optimal, beziehungsweise alles nicht so ganz im Sinne des Erfinders, beziehungsweise nicht so, wie unsere A11 wäre.
Abgesehen vom Keeper, aber der wird auch noch ausgetauscht, dafür kommt Nadi rein. Mike Steven Beere kommt auch auf die Bank. Also sieht so aus, als ob es schwierig werden würde mit so einer B11. Aber ihr wisst ja, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Und nur wenn wir mit B11 nominell zumindest in einigen Belangen spielen, und weil das Rating ein bisschen niedriger ist, heißt es nicht, dass das Team zwingend schlechter ist. Ich sag mal, Andreasen bzw. Schmiedebach und Diersen und Karaman sind alle nicht schlecht. Ob es reicht, werden wir sehen. Jetzt spielen wir gegen Dortmund. Viel Spaß und bis gleich. Hannover 96 zu Gast im Signal Iduna Park gegen Borussia Dortmund. Das Pokal-Halbfinale des DFB-Pokals stand an und natürlich die große Favoritenrolle. Trotz der momentanen Ligaposition für die Borussia, das ausverkaufte Stadion im Rücken, die Süd natürlich prall gefüllt und dementsprechend sollte es im Idealfall eine relativ einfache Partie werden. Der Finalgegner übrigens, der FC Bayern München, das wurde bereits im Voraus ermittelt. Die Bayern setzten sich durch gegen den VfL Wolfsburg und dementsprechend erwarteten sie im Olympiastadion in Berlin den Sieger dieser Partie. Und Dortmund trat mit der absoluten Superelf an, während bei 96 so ein bisschen die B-Elf auf dem Rasen stand. Sie anstrengen in den letzten Wochen, die Liga hatte Priorität für Trainer MGT. Da hatte man auch gegen Gladbach im Topspiel gewonnen und war auf Platz 5 vorgerückt gegen den direkten Erzrivalen, der Dortmund dagegen den FC Schalke 04, die rückgefallen war, auf Tabellenplatz 6. Allerdings hatte man dementsprechend natürlich mit B-Elf jetzt zu kämpfen und musste gegen Weidenfeller, Piszczek, Subotic, Hummels und Schmelzer in der Defensive mit Erdinc und Mbakogo in der Sturmspitze spielen. Bender, Castro, Gündoğan, Mkhitaryan, Aubameyang und Reus, das ist die Startaufstellung der Dortmunder. Auf der anderen Seite, wie bereits gesagt, Doppelspitze bei Hannover, ungewöhnlich. Allerdings sollten Erdinc und Mbakogo, der Nigerianer und der Türke, dafür ein bisschen Alarm sorgen. Im Tor Nadi, Johansson, Marcelo, Yoshida und Sorgen in der Verteidigung. Das heißt wirklich B11-Charakter. Diersen und Schmiedebach im Mittelfeld zentral. Rechts Felix Klaus, links Kenan Karaman und dann halt eben die Doppelspitze. Interessantes System von Trainer MGT, selten so gespielt, aber vielleicht funktioniert's ja gegen eine zuletzt immer stärker werdende Borussia in der Liga mit guten Leistungen, nicht mit den Ergebnissen, aber mit guten Leistungen und im Pokal, ja, da hat er seine eigenen Regeln, da kann ja einiges passieren. Wir springen rein, erste Szene, aber auf Seiten von Hannover 96, der Ball in die Spitze von Mbakogo auf Erdinc, der ist noch ein bisschen langsamer als Weidenfeller, kommt dann nicht ganz ran und dementsprechend blieb es beim 0:0, Weidenfeller wurde doch gefordert, das Ganze abgepfiffen. Andere Seite, 20 Minuten durch, Borussia Dortmund mit dem ersten Vorschuss, Marco Reus macht das da klasse, geht an der 16er Kante lang, ein bisschen im Robben-Style, der invertierte Robben, aber er zieht am Tor vorbei und macht nicht das 1:0 für den BVB. Es blieb beim Unentschieden, weiter ging's, aber mit Dortmund in der Offensive. Gonzalo Castro auf Ilkay Gündoğan, der wird da abgegrätscht, klasse Grätsche und dann die Konterchance für Hannover 96. Aaron Johansson, der schwedische Neuzugang mit dem Ball auf Jerry Mbakogo und der ist immer noch ein bisschen schneller als beispielsweise Mats Hummels, kann sich da draußen aber nicht durchsetzen, denn mit der ganzen Abgeklärte eines Nationalspielers macht der Dortmund dann das relativ easy. Dann Hannover weiter in der Offensive, Schmiedebach mit einem ersten Versuch. Das war zwar nicht so gefährlich, der ja erst mit einem Bundesliga-Tor ausgestattete Sechser der 96, aber holt immer einen Eckball raus. Reingeworfen von Kenan Karaman, da steht Marcelo und wieder muss ja, Mkhitaryan in diesem Fall klären. Dortmund schwamm also hinten ein bisschen, kam nicht so ganz klar mit der unkonventionellen Spielweise von Hannover und dann stand plötzlich Erdinc frei. Und zwar wird von Hummels nicht angegriffen und dann ja, muss Weidenfeller erstmals richtig eingreifen. Es war ja, kurz vor der Halbzeit definitiv Hannover, die hier den Druck ausübten. Und auch in der zweiten Halbzeit ging es mit Hannover weiter. Jerry Mbakogo hätte mal den stärkeren Rechten genommen, dann wäre es hier eventuell das 1:0 gewesen nach 55 Minuten. Von Dortmund kam nicht mehr viel. Hannover war jetzt das Team mit dem Heft in der Hand. Kenan Karaman auf Manuel Schmiedebach, wie gesagt, sehr unerfolgreicher Torschütze, aber hier wieder mit einem guten Versuch. Aber dann ist Weidenfeller dazwischen, der abgefälschte Schuss dann nochmal. Kommt raus wieder zu Kenan Karaman. Die Flanke in den 16er, aber da kommt dann Marcelo nicht mehr ran. Nochmal zu geklärt, aus der dann nichts wurde. Dortmund selten mit Entlastung, aber ab und zu kamen sie dann doch gefährlich nach vorne. Das sind ungefähr 66 Minuten durch. Aubameyang mit dem Ball auf Marco Reus im 16er. Und die Flanke ist gefährlich, aber keiner kommt mehr reingesprungen. 5 Meter vor dem Tor und dementsprechend blieb es beim 0:0. Hannover spielte sich dann klasse hinten raus. Und es gab einen Wechsel bei Dortmund. Adrian Ramos kam für Pierre-Emerick Aubameyang und auch bei 96 wurde ja munter durchgewechselt. Für ja, Karaman, Klaus und Diersen kam Andreasen, Jesse Mori und Mike Steven Beere. Das heißt, zwei Youngstars bei 96 jetzt auf dem Rasen. Und damit wurde nochmal ein bisschen mehr Elan geschürt. Das ist Jerry Mbakogo. Klasse Antritt. Diesmal gegen Hummels kann er sich durchsetzen. Ist im 16er und spielt zurück auf Schmiedebach. Und nochmal Schmiedebach. 1:0. 80. Minute. Hannover führte im Signal Iduna Park. Und ausgerechnet Schmiedebach. Ausgerechnet er bisher mit einem Bundesliga-Tor für die Roten, das gegen den FC Nürnberg erzielt und hier macht er das Tor gegen Dortmund. Das war eine Energieleistung der Pferdelunge auf der 6 von Hannover 96 in Bakogo zurückgespielt, Weidenfeller, klasse Reflex und dann springt er da rein, gewinnt irgendwie noch das Kopfballduell und macht das 1:0. Es war die letzte Aktion der Partie nach 18 Minuten, Dortmund brachte nicht mehr nach vorne von 96, kam auch nichts mehr und dementsprechend steht Hannover 96 erstmal seit 1992 wieder im DFB-Pokalfinale und hat die Chance einzuziehen, ja, in die Ruhmeshalle der 96er. Die Mannschaft,
trotz B11-Charakter sehr, sehr stark, sehr, sehr formiert und natürlich auch sehr, sehr mit Teamgeist ausgestattet. Dortmund konnte sich nicht durchsetzen, war zu keiner Zeit an dem Sieg näher als die 96er. Die Nationalspieler Mats Hummels und Marco Reus enttäuschten und dementsprechend steht Hannover in Berlin. Jawohl, das ist doch geil. Wir sind im Pokalfinale und können ja das 1992 passierte Wunder von Berlin wiederholen. Damals noch als Zweitligist, der erste Zweitligist, der jemals den DFB-Pokal gewonnen hat. Und natürlich wollen wir jetzt, ja okay, kein Zweitligist, aber jetzt als Außenseiter, als totaler Außenseiter gegen den FC Bayern München genau das Gleiche machen. Ob das klappen wird, ich bin gespannt. Natürlich sind wir Außenseiter und wir können uns stolz auf uns sein, dass wir überhaupt im Finale sind. Aber ihr wisst es vielleicht, bisher lief es in den Pokalwettbewerben sehr gut. Wenn wir nicht Meister geworden sind im Karrieremodus, haben wir einen Pokal gewonnen. Das war letztes Jahr mit Newcastle so, das war dieses Jahr mit Newcastle so. Das war mit Bielefeld nicht so, aber da sind wir Meister geworden. Und dieses Jahr mit Hannover könnte es genauso werden. Ob es klappt, ich bin gespannt. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt und wie ihr es findet, dass wir im Pokalfinale stehen. Natürlich nicht ganz realistisch, vor allem bei Hannovers Pokalbilanz, aber es ist der Karrieremodus und ich kann da nicht irgendwie schlechter spielen, absichtlich, nur damit es ein bisschen realistischer ist. Ich denke mal, das ist auch klar. An sich, ich sag's ja immer wieder, der Karrieremodus sollte von der Schwierigkeit her hochgestellt werden. Zwar höre ich ganz oft, dass der Karrieremodus, dass alle nicht wissen, wie ich so gut Karrieremodus spielen kann, aber ich weiß, ich habe mir das einfach angewöhnt, ich habe so viel Karrieremodus gespielt, dass ich einfach genau weiß, was ich machen muss und das ist mein Geheimnis. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Haut rein und ciao. Haut rein und ciao. Haut rein.